hier, Fremde. Du musst essen. Der Mann, der mit Eisenketten an die Wand des finsteren Verlieses gefesselt war, starrte auf die hölzerne Schüssel, die sein Peiniger ihm hingestellt hatte. In der Brühe glitzerten Fettaugen. Heute ist der 7. Tag. Du bist stolz. Doch sehe ich die Angst in deinen Augen. Ich fürchte den Tod nicht. Nicht die Angst zu sterben. Die Angst vor dem Versagen. Sie führte dich über die Berge und den Pass und die Hochebene bis an diesen Ort, jenseits der Wolken. Ich ging einst denselben Weg. Darum möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Und wenn ich deine Geschichte nicht hören mag? Vor langer Zeit, viele Jahre, nachdem ich von den Brüdern dieses Klosters aufgenommen worden war, fand ein Reiter den Weg zu uns. In der anbrechenden Dunkelheit erreichte er, auf dem Rücken seines erschöpften Tieres, den schneebedeckten Pfad zum Kloster. Und klopfte an unser Tor. Öffnet das Tor! Das ist Jemha! Ehrwürdige Shaolin! Jemha! Ein Mann aus einem der Dörfer im Norden. Im Licht der Fackel erkannte ich die tiefe Wunde in seinem Bauch. Die Barbaren aus dem Norden! Unsere Frau und Kinder! Sie sind alle tot. Was? Das ist unmöglich. Der Anführer ist Osias, der Herrscher über die Taiga. Jungha, wo lagert dieser Osias mit seinem Tier? Westlich von hier, am Pass. Morgen Abend werden sie Jiangha! Jiangha! Ihr habt es gehört. Packt zusammen. Noch heute Nacht werden wir fliehen. Doch meine Brüder flehten mich an, bleiben zu dürfen. Sie wollten kämpfen. Für die Dörfer im Süden, die noch nicht gebrandschatzt worden waren. Dann waren deine Brüder nicht so feige wie du. Blutvergießen erzeugt nur Blutvergießen. Darum schwor ich einst, für den Rest meines Lebens keine Waffe mehr zu berühren. Aber wie sollte ich ohne Waffe den Barbaren entgegentreten? Um Rat zu finden, schickte ich meine Brüder zurück in ihre Kammer und begab mich hierher, in diesen Raum, vor diese Tür dort, vor der ich saß und meditierte. Lang, bis es Zeit wurde, sie zu öffnen. Und hinabzusteigen in den unterirdischen Tempel, den kein Menschenauge erblickt hatte, seit unsere Vorfahren diese Mauern darüber errichtet hatten, um ihn zu bitten, mir zu helfen. Nicht Buddha, nicht den Bodhisattva, der unsere Vorfahren angeleitet hat, das Kloster zu bauen. Ich
bat den Drachengott, der über diese Hochebene geherrscht hatte, bevor Menschen und Tiere sie erklommen. Long Wang Ye, ja, Long Wang Ye, Xiaoqiaoni, Bangzhuo, hilf mir, die Eindringlinge zu besiegen. Mir, der ich geschworen habe, nicht mehr zu kämpfen, nicht mehr zu töten. Gib mir ein Mittel in die Hand, mich und die Meinen zu beschützen. Und der Drachengott sprach zu mir aus einer Flamme, die vor meinen Augen aus dem Nichts entstand. Ich fühle deinen Wahn. Ich gebe dir eine Waffe, mit der du deine Feinde besiegen kannst. Ich dachte, wie kann eine Waffe mir helfen, da ich doch geschworen hatte. Aber da spürte ich sie schon zwischen meinen Händen, aus weichem, dünnem Jagdleder gefertigt. Trugen ihre beiden Teile das Sigill des Drachengottes, einen roten Drachen, um den ein flammender Kreis gezogen war. Konnte es sein, dass der Drachengott mich verspottete? Indem er mir zwei Handschuhe geschenkt hatte? Sie lauern in den Schatten, in den Tiefen der Finsternis, nähren sich von unserem Blut, unserer Angst, gieren nach unseren Seelen. Doch es gibt einen Mann, der sie aufhalten kann. Er wacht über unsere Welt und stellt sich dem Kampf mit den Kreaturen der Hölle. Unsere letzte Hoffnung. Er ist der Geisterjäger. John